Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge 7 Days to Die mit der War of the Walkers Mod. Und ja, es ist wieder mal mitten in der Nacht, wo ich die Aufnahme starte. 2.25 Uhr aktuell, aber bei mir im Real Life ist 10.47 Uhr, also die Folge kommt heute viel zu spät, sorry dafür. Aber ich wollte euch zeigen, wie man diese Mod in 7 Days to Die reinkopiert. Das Ganze ist gar nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Ich muss mal hier kurz auf dem Desktop und ihr geht auf euren, wo ist es jetzt hingeflogen? Ihr geht auf euren Ordner, wo ihr Steam installiert habt, dann bekommt ihr ja diesen wunderschönen Unterordner wieder und geht auf Steam Apps, geht auf Common und natürlich müsst ihr dann auf euren 7 Days to Die Ordner gehen. Bumm, da ist er. Das ist eigentlich das Einzige, was ihr da aufrufen müsst. Bei mir ist das auf Steam, Steam Apps, Common. Ihr könnt ja Pause machen, dann den Pfad verfolgen. Es ist nur wichtig, wo ihr 7 Days to Die installiert habt, nämlich ich auf F. Gut, hier im Ordner, ganz einfach, nimmt ihr dann die ZIP-Datei, ich glaube, die heißen ZIP-Dateien, ne, wenn das richtig ist, und die könnt ihr dann ja öffnen, da kriegt ihr dann hier die Mod, die ihr dann runtergeladen habt. Ich glaube, der Link, der ist noch in der Beschreibung, und kopiert die Sachen einfach oder zieht die einfach rüber in den Ordner. Das ist eigentlich ganz simpel. Jetzt nicht hier drauf, sonst kopiert das da rein, einfach irgendwo rein, damit er dann das macht. Ne? Er gibt dann Gummi und so weiter und so fort. Ich unterbreche das aber jetzt hier. Ist das passiert, könnt ihr das Spiel starten und auch in der Mod spielen. Ihr müsst aber eine Sache bedenken, ihr löscht damit sozusagen euer altes 7 Days to Die Spiel. Ich weiß nicht, wie das dann noch läuft. Ich habe es natürlich nicht ausprobiert. Hupala. Nein, will ich nicht. Beenden wir das, weil das ist ja schon passiert bei mir. So, und ihr könnt dann halt das Spiel starten mit einem neuen Spielstand. Und hab dann War of the Walkers. So hat das bei mir auf jeden Fall funktioniert mit der aktuellen Version. Und ja, ich hoffe, das klappt dann bei euch auch. Denkt nur daran, dass euer alter Spielstand damit dann kaputt geht. Ne? Also nur sicherheitshalber sage ich das. Ich weiß nicht, ob er wirklich komplett im Arsch geht. Aber er wird dann nicht mehr funktionieren. Denn das ist ja alles mit einer anderen Spielmechanik dann. Ne? Also die Rezepte und so, die gibt es ja dann nicht sozusagen auf der Welt. Gut, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. War auch gar nicht so schwer. Wir kopiert nur den Ordner da rein. Die beiden werden dann ersetzt und das war's dann. So, jetzt müssen wir ganz kurz das gucken. Was habe ich denn hier alles Spannendes noch? Ne? Ich habe jetzt 2 Tage Pause gehabt. Wir haben kein Holz mehr. Wir haben ja angefangen, das Moped zu bauen. Wir sind eigentlich schon ganz weit gekommen. Missing ist noch Handlebars. Das sind das Lenkrad. Den Sitz können wir noch selber bauen. Das ist nur optional, genauso wie das Schloss. Könnte ganz spannend werden. Bis auf das Lenkrad ist eigentlich alles baubar. Ne? Das ist eigentlich gar kein Problem. Wenn ich wüsste, wo das ist, dieses doofe Minibike. Wie heißt denn das? Ich gucke einfach mal, wie der heißt, dann suche ich den so. Okay. Der heißt Seed. Überraschung. So, oh, guck mal, wir haben schon 4 Uhr. Perfekt. Schön. Seed, der war nicht so teuer. Ah, hier leckt das jetzt. Im Hintergrund laufen auch noch Downloads und Updates. Ein Kevlar Seed. Okay, der kostet ein bisschen Klebeband. Leder haben wir genug. Kotten und Eisenrohre. Eigentlich easy. Müssten wir eigentlich hinbekommen. Hallo, machst du meine Tür bitte nicht kaputt? Frau Cheerleaderin. So. Ja, fängt ja wieder brutal an hier, ne? Und nichts hat sie dabei. Okay, wie gesagt, Rohre, die können wir auch selber jetzt einschmelzen. Ist gar keine große Kunst mehr. Was habe ich denn hier noch? Compoundbogen. Jetzt habe ich geballert. Jetzt habe ich natürlich Sound gemacht. Irgendwas ist was Neues? Nee, ne? Ja, schießen werde ich noch üben, versprochen. Hä? Steht da Skater-Zombie? Skater-Zombie. Okay. Lass uns mal ganz schnell schauen, was wir denn da haben, ne? An Waffen. Also ich muss mal unbedingt hier neu sortieren. Mein Plan ist ja, wie gesagt, hier noch eine Räumlichkeit mit einzurichten in Verbindung mit dem Turm. Das alles in so einer Höhe, dass die Zombies da gar nicht drankommen. Die könnten dann halt die Pfeiler zerstören, aber verbinden alles mit Wände und so weiter und so fort. Das müsste eigentlich ganz gut klappen. Dann sind wir hier in diesem Gotteshaus ziemlich sicher. Gut. Der Pappnase hat auch gefragt, welchen Schwierigkeitsgrad. Ich habe super leicht. Nein, Pappnase ist auf normal eingestellt. Ich weiß, ich kann ich glaube ich hier nicht einsehen. Aber es ist einfach normal. Ich habe da nichts verändert. Zombies dürfen nachts auch rennen. Ich bin halt einfach gut, lieber Pappnase. Blödsinn. So. So, Leder habe ich, Rohre habe ich, glaube ich, keine mehr. Wie gesagt, wir haben ein bisschen Eisen gehabt hier drin und dürfen uns diese Pipes, heißen die, glaube ich, Pippe, selber herstellen. Ich glaube, 4 waren es. Insgesamt dürfen wir nur 2 herstellen, wegen diesem blöden Clay. Ne? Das werden wir mal besorgen. Ich lasse das mal schmelzen so schön.
Nebenzeit, man kann sie ja auch finden. Ist ja auch kein Problem. Eine Clay hatten wir ja, hupsa. Tonnenweise. So, Taschenlampe aus. Die tut ja keine Not gerade. Oh, meine Bäume wachsen schon. Boah, ist die schwer zu treffen, ey. Man weiß nie, was die dabei haben. Laufschuhe. Zerlegen. Man weiß aber nicht, was man daraus bekommt, oder? Das ist immer halt... Ist das jetzt Leder oder Stoff? Sehen wir gleich. Und wie lange dauert das zerlegen? Ah, das war Leder tatsächlich. Kann man wahrscheinlich da drin sehen, ne? Also die habe ich noch selber angepflanzt, die Bäume. Das klappt ja schon ganz gut. Die wachsen noch spitzenmäßig. Clay haben wir hier als Höhle markiert tatsächlich. Da könnten wir uns so mal eine ordentliche Ladung besorgen und in den Ofen reinschmeißen. Macht wirklich, wirklich Sinn. Weil die Wummern, die hat ein gutes Kaliber. Da ist das Clay. So. Ansonsten, jetzt geht's so langsam los. Ich glaube, ich schlag mich jetzt besser als sonst. Boah, guck mal, was wir da kriegen. Oh, und das soll Mangelware bei mir sein. Also erstaunlich. Clay ohne Ende. Ich werde gleich angegriffen. Zombie wieder von hinten. Ich weiß jetzt schon, während ich hier buddel. Ich habe keine Ausdauer. Eine Cotton brauchen wir ja auch noch. Stimmt. Guck mal, perfekt. Hier ist alles da. Dann haben wir den Sattel. Der heute auch schon parat. Problem ist dieses... Handelbar, ob mir das jetzt. Ich muss einmal gucken, vielleicht dürfen wir es ja doch selber bauen, wäre natürlich schön. Der interessiert sich nicht für mich. Ich weiß nicht, ob er einfach so Kotten haben will oder ob das reicht. So, außer habe ich es ja nicht getankt, weil ich gerannt bin wieder, wie bekloppt. Oh, machen wir mal eine schöne Ladung hier, komm. So, ich bin heute von der Arbeit gekommen, deswegen kommt die Folge so spät. Ich habe nicht geschafft, 3 Folgen im Voraus aufzunehmen, was auch gar nicht so schlimm ist. Dann ist das wenigstens ziemlich aktuell, was den Tag betrifft. Bin ich dann ganz einverstanden mit. Ich hoffe, ihr auch. So. Und es geht los. Wir überleben. Jetzt überleben wir aber. Also mittlerweile ist die Ausrüstung ja schon ganz gut. Haben wir das Moped erstmal, können wir erstmal richtig auf Tour gehen zum Looten. Riesige Entfernungen überwinden. Hoffentlich. Und mal schauen, wie ich mich dann schlage. Na, die Bäume lassen wir groß werden. Dann haben wir hier erstmal dicke Holz. Und so, haben wir gleich einen Wald gepflanzt. Irgendwie komisch in der Wüste. Aber ist so. Essen müssen wir gleich auch was. Ich habe, glaube ich, noch was da, ne? Das ist ja sehr gesund. 72 hier. Yeah. Und Wasser habe ich auch noch. Also wie gesagt, momentan sieht es ganz gut aus, ne? Es gibt halt immer ganz, ganz böse, schnelle Rückschläge in Seven Days to Die, aber so ist das schon immer gewesen. So, komm, Clay rein. Leggy leck. Das haut der da auch ordentlich rein. Dauert aber immer seine Zeit, bis es dann auch da ist. Eisen ist ein bisschen drin. Da sind unsere 2 Rohre. Das ist safe. Okay, dann gucken wir nochmal. Seed. Ich mache das Muffigste vom Muffigen. Kevlar lasse ich jetzt wirklich einmal sein. Cotton 3 ist es auch das, was wir brauchen. Noch 2 Rohre. Und Klebeband. Das ist aber, glaube ich, nicht selber zu machen, oder? Klebe. Ach, das ärgert mich, dass das hier so laggy ist. Doch. Kostet. Kleber. Okay, wird schwer. Kleber habe ich, glaube ich, nicht sehr viel. Wenn ich überhaupt Kleber mal gelagert habe, bin da so ein Kleber-Wegwerftyp. Vielleicht oben noch. Oh, mir wird schon wieder warm. Kühlende Kleidung. Das werde ich auch noch versuchen, diese Folge rauszufinden. Klebeband. Ist ein Traum. 6-mal Klebeband. Ha, dann kann ich auf den Kleber auch verzichten. Heißt, wir brauchen, habe ich noch irgendwas aus Eisen, was wir einschmelzen können? Ja, das können wir noch einschmelzen. Stofffetzen brauche ich gerade nicht. Einschmelzen, einschmelzen. Plastik, ich weiß nicht, schmilzt der Plastik ein? So. Da steht ja nirgendwo Plastik, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Plastik ist schon so gut wie... Ne, verwurschtet. Wow, leggy, leggy. Aber ich mache auch im Hintergrund gerade meine Steam-Downloads. Guck mal hier, so ein... Was ist das hier? Remington 8. Barrel kaufen. Was ist das für eine Übersetzung? So. Noch ein bisschen davon rein. Vermastschaft. Steine. Na, wir haben bestimmt noch ein bisschen was zu zerschmelzen. Hier haben wir noch Schweinefleisch. White Meat. Weißt du, fettfrei. Und Laufschuhe. Super. Compound Bogensehne. Also wir haben... Krass viel Zeugs gesammelt. Das müsste es eigentlich fast safe sein. Wenn wir noch 2 Röhrchen machen.
Pipe. Fertige mir bitte zwei. Fertige mir bitte zwei. Okay, die dauern ja gar nicht so lang. Der brennt noch für, wow, eine lange Zeit. Boah, ist das laggy. Guckt euch das mal an. Vor allem, wenn man jetzt Downloads im Hintergrund macht. Und die Downloads sind ja Patches. Die installieren ja dann gleichzeitig auch wieder. Also geht es schon auf der Performance. Aber wir machen ja keinen Stream oder so. Dann wird das schon ganz gut klappen. So, Grillgitter, jetzt fehlt mir noch der Beaker. Der wird noch ganz cool, damit wir Medikamente herstellen können. Dann sind wir eigentlich hier optimal drauf, ne? Aber was soll ich machen? Hier darf ich nichts machen. Okay. Dann wollen wir warten auf die zwei Pipes. Dann bauen wir den Sattel. Dann ist er passiert. Was? Ich habe vier Stück gemacht? Nee, gar nicht. Ich habe nur zwei nicht rausgenommen. Aha. So. Weg hier. Ach, diese Hitzepisse. Die geht mir so auf den Keks, ne? Aber wir sind ja auch in der Wüste. Seed. Sitz. Habe ich vor einer Woche geschrieben. Darf er jetzt nicht herstellen. Nein, warum nicht? Ach, da benötige ich eine Werkbank. Alles klar. Ach, nee. Ah, nee. Die Werkbank wollte ich doch schon die ganze Zeit bauen, ne? Kacke. Die gehört hier natürlich auch mega wichtig dazu. Ich schreibe die mal hier oben rein, wenn ich dann irgendwann mal darf. Werkbank. So, ihr hört das am Tippen. Ist gelernt, kostet, geschmiedetes Eisen 25. Oh, die wird aber teuer. Aber ich habe sie schon mal gesehen irgendwo. Ich habe sie ja schon mal irgendwo gesehen, aber die sieht man natürlich nicht auf der Map. Ist ja klar, ne? Nicht bei der Höhle, Gottes Willen. Also in irgendeinem Gebäude. Wir haben eh noch nicht alles wirklich fett gelootet hier. Es sind noch Gebäude geschlossen, die wir noch nicht aufgemacht haben und reingeguckt. Ach, ist das schön ruhig gerade. Warum noch so früh? Mann, super. Heute habe ich auch mal getestet, ob die Aufnahme auch einen Ton macht bei mir. Also ob ich meine Stimme mit aufnehme. Hat geklappt. Leider für euch. Okay. Ist natürlich nicht leer. Nutzen wir die erstmal raus. Benutzen den wunderschönen Compound-Bogen. Hoffentlich kannst du mir hinter mir. Daraufhin, das Messer reicht jetzt erstmal aus. Hoffentlich. Okay. Problem ist der doofe Sitz. Gar nicht. Der Problem ist. Oh, Tante. Mein Gott. Ein Korb. Ein Pillen. Aufheben. Ja, dann haben wir schon mal einen Korb. Da haben wir mehr Gepäckplatz. Das nehmen wir natürlich gerne und danken mit. So, Kaffee nehme ich sofort. Benutzen. Gibt einen ordentlichen Schub. Ein Stuhl. Nein. Stuhlgang. Wollen wir nicht machen. Vier Schuss habe ich noch, ne? Warte mal. Da nehme ich aber den leisen Bogen. Obwohl, da, wie Munition. Oh. Down ist er. Sorry. Wollte dich ja nicht töten, aber du hast mich gezwungen. So. Gesperrt. Aber das Coole ist, dass die ja offen sind, wenn man diese Fabrikierung wegkriegt. Und die bleibt gesperrt tatsächlich. Und da fahren wir Eisenwerkzeug mittlerweile. Wow, das geht aber echt rubbel, die Katz. Jetzt ist er offen. Ach, wieder so ein Tresor. Ich bin ja immer so neugierig. Es dauert aber immer so lang, ne? Ausdauer ist gut. Ich sag mal, ich habe das Gefühl gehabt, dass das wirklich schneller geht mit dem hier. Aber ich kann doch nicht einfach einen Tresor da so liegen lassen. Das wäre doch bitter traurig, wollte ich gerade sagen. Die Ausdauer geht aber. Ja, wir haben einen Kaffeeschuh. Kaffee jetzt auch mal tun in echt. Er macht immer so. Ach, schwer zu erkennen. 30 Schaden. Und in der hier. Na, es geht schon schnell. Aber ich glaube, dabei, der tut sich nicht viel, ne? Mach ich lieber mein Billigwerkzeug kaputt. Uns ist wieder ein bisschen, ist wieder kühler geworden. So. Ah, blinzeln wir rein in den wunderschönen Tresörchen. Ich würde da drin wohnen, das wäre bestimmt super sicher, aber geht ja nicht. Gemeines Spiel. Kaffee.
ist echt schön. Wir müssen unbedingt Kaffee anbauen, nicht? Ist echt ein Segen. Und hat sich das Ganze gelohnt? Compound. Wurfarme. Das ist aber keine fertige Waffe, oder? Das Wire-Tool wollte ich noch ausprobieren. Hier ist nur eine Zutat zum Bogen wahrscheinlich. Dann natürlich das hier. Ist gekauft. Mann. Fängt schon wieder an. Fängt schon wieder an hier mit dem Tauschen. Da, guck mal, eine Faser kannst du behalten. Und die zwei Schuss, die sind jetzt ja... Ach, scheiß drauf. So. Bin ja wieder mit voller Tasche losmarschiert. Selber schuld. Macheto nicht vergessen. Beste Waffe im Spiel, ey. Wirklich. Oh. Hat sie wohl gedacht, wa? Lernen, was? Brandmunition? Shotguns, Schusslatz, krass. Bauplan Lederpanzerung. Ich könnte schwören, dass Leder eventuell genau das ist, was wir brauchen wegen Temperatur. So. Und hier ist wieder ein Klo drin. Wetten, hier ist wieder ein Klo drin. Und das ist gar nicht nur in der Mod. Das ist tatsächlich überall so zu finden. Also in der normalen Version auch, dass da tatsächlich jetzt diese Überraschungsköfferchen drin sind. Ne? Komm, scheiß auf Plastik. Ich weiß, das brauche ich. Guck mal, Leder hätten wir aber noch eine Menge gemacht. Gut. Dann ist das Haus safe. Leider kein Lenkrad, aber das habe ich auch erwartet. Ne? Also wollte ja eh noch gucken, ob ich das selber bauen kann. Oh. Nicht aufstehen, nicht aufstehen, nicht aufstehen. Okay, dann habe ich ihn geputzt. Komm, 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 komm. Ich will es nicht extra auf den Räder wechseln. Mein Held, was aus, der Kopf. Tape, Angel bleibt liegen. Und hier ist noch eine Tasche. Was, schon wieder ein Jagdgewehr? Was ist los? Können wir bald jagen gehen ohne Ende, wa? So. Das lasse ich auf keinen Fall liegen, ne? Das ist ja Stufe 166. Hier zwei Holz. Und jetzt will ich dann doch die Munition mitnehmen, weil... Komm, na, Konfett will ich auch vielleicht haben. Früher oder später. Blueprintpapier. Ich weiß ja, wo es liegt. Ich will es vergessen. Sowas von... Liegt einfach mal eiskalt in der Truhe. Bogenschießen Level 12. Shotgun Magazine. Auch da ein bisschen gelevelt. Ein Traum. Gott sei Dank leer. Temperatur geht wieder hoch. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Lederkleidung. Ist ja auch nicht so teuer in der Herstellung. Hat man ja ruckzuck gemacht. Kleidung, da. Haben wir gelernt. Brustpanzer aus Tierhaut. Der kostet nur Tierhaut. Aber was sind das für... Kleidung aus Tierhaut bietet guten Schutz gegen Kälte und schlägt sich gegen andere Schadensarten nicht schlecht. Nicht gut. Lederponcho. Bietet etwas Schutz vor Schaden und Hitze. Ha! Brauchen 20. Kein Problem. Ich werde den bauen. Vor Hitzeschutz ist immer gut. Ein Lederponcho kenne ich gar nicht. So, ich hab, doch, jetzt habe ich einen Platz. Das ganze Leder natürlich verpulvert hat. Oh, dauert aber eine Zeit. Okay, aber vor, wir müssen auch mal irgendwas tun, sonst laufe ich hier immer schwitzend und sterbend durch die Gegend. Das kann ja so nicht weitergehen. Kasse. Überraschung. Bleitangsten, das ist eine Sache, die ich vielleicht nochmal mit einschmelzen möchte. Also Wolfram, das kann man, da kann man auch tolle Sachen draus machen. Schützt vor Hitze. Hätte ich die ganze Zeit schon gucken können, ne? Und ich volle Socke, guck da nie nach. Leere Müllcontainer, wollen wir auch nicht angucken. Wie kann man zerlegen, zum Beispiel. Ist bestimmt schönes Metall, oder? Gar nichts. Ich habe einen Müllcontainer. Kann man drin schlafen? 20 Mal. Ja, nicht schlecht. Der Gummireifen gab es ja damals tatsächlich das Gummi für. Ach, das war mir zu lange. Na, und hier gab es immer Eisen und Leder, wenn das Auto noch ganz frisch ist. Jetzt gibt es immer andere Teile. Jetzt will ich aber trotzdem mal gerne wissen. Lesen wir mal. Use the wire tool to wire electrical components. See journal tips for more infos. Crafted in workbench. Da habe ich jetzt den ganzen Bogen. Das wollte ich nicht. Das hier. Da kommt ein Krabbler. Oh. Hä? Achso, der hat den scheiß Poncho gemacht. Kacke. Ich will nichts wegwerfen. Where? So, endlich was an. Jetzt gucke ich mal. Temperatur sinkt. Nee, ne? Ich weiß, Zombie kommt. Ich weiß.
wie der aussieht. Ich bin so ein schicker Bursche. Okay, machen wir dich Macheto-mäßig. Nee, ist halt weg. So. Schöne Machete. Schöne Machete. So, das ist noch ein ganzes Auto. Das habe ich. Das ist noch nicht gelootet. Pokémon aus der Entfernung. Sehr realistisch. Ducktips. Okay. Den Rest können wir. Zählen. Was ist los, Tante? Boah, lag. Da ist gerade irgendwas am Installieren mit der Grund. So. Boah. Steht doch wieder auf. Steht doch wieder auf. Schaffe ich doch nie so. Gut. Der hat zum Beispiel uns nicht mitbekommen. Brechen wir doch mal hier ein, obwohl wir da hinten hier offen. Das werden wir gleich rausfinden. Machete will ich. Hier waren wir noch nicht drin. Hörnchen. A-Hörnchen und B-Hörnchen, die freuen sich über ein Hörnchen. Ein Gronk-Stream läuft im Hintergrund und er hat gerade ausgemacht nach 18 Stunden Stream. Das müssen wir uns ja nicht, also was heißt nicht antun, wollte ich sagen. Ich glaube nicht, dass der Gronk gerne hat, dass man seinen Stream im Hintergrund hört. Ich weiß nicht, warum der jetzt angegangen ist. So, ja, ich muss Platz schaffen. Ja, wie immer. Aber wir haben was gegen die Kälte, Hitze, das ist ja affengeil, endlich. So, habe ich einen Kühlschrank gesehen irgendwo? Nö, ne? So. Jetzt geht die Zeit wieder viel zu schnell um. Genau, Electrical Components wollte ich ja noch checken. Weiß ja nicht, was ist elektrisch? Ich finde, eine Waschmaschine ist ein elektrischer Gegenstand. Aber es sieht irgendwas aus wie fürs Auto, muss ich zugeben. Ah, wir kriegen Unterstützung da drin. So, bitte warten. Na, ich will Machete. Ich dachte, wäre ein Riese. Aber der ist stark. Was ist das Dunkel hier? So, 169 Zombies. Ich finde cool, dass das mitgezählt wird. So. Was hat er beschützt? Hier drin. Nichts. Oh, Bücher. Lecker. Und das ist auch immer gut so. Gut, dass man so aus den Regalen lesen kann. Painting, Dekoration. Ich glaube, wir haben noch nicht mal 1% entdeckt von allen hier. Pistol wird immer besser. Und nochmal Shotgun. Ich habe sogar eine Shotgun. So. Ja, dann können wir locker mal runterhüpfen. Sollte nichts passieren. So, ich fliege mal jetzt. Zumeist gucke ich mal bei dem Auto. Das hat keinerlei Funktion. Dieses Ding irritiert mich. Ach, schau mal, du läufst jetzt schon eine halbe Ewigkeit rum, ja? So. Bett in der Richtung. Wie gesagt, das Lenkrad, das will ich jetzt gucken. Hier ist meine Kirche. Dann müssen wir aber wirklich anfangen. Wir haben ja bald schon Tag 14. Mit der Hütte, die, ne? In der Kirche war ich zwar sicher da oben im Turm und da werde ich auch nächstes Mal sicher sein. Aber das kann sich ja immer schnell ändern. Deswegen, man will ja auch ein schönes Haus haben. Man will ja nicht einfach nur so auf dem Boden liegen. Da hat ja keiner Lust drauf. Ne, und dann der Anbau hier auf dem Dach, habe ich mir gedacht, bauen wir uns ein schönes Gärtchen hin. Aber wir sind ja immer noch Minibike-mäßig unterwegs. Ach, ich habe ja gar keine Werkbank, ne? Fällt mir gerade ein. So, das Minibike. Jetzt weiß ich nicht, wie das geschrieben wird. Wartet mal. Lenkrad. Händel. Handlebars. Hand reicht wahrscheinlich. Hand. Wird er mir nichts anzeigen wahrscheinlich. Da, Handgriffe. Da! Oh nein, der kostet tatsächlich eine Lampe, einen Scheinwerfer. Darf man den selber bauen wieder? Electrical Parts, das ist ein Problem, was finde ich nicht. Scheinwerfer. Schein. Ne, den müssen wir eindeutig dann so finden. Das wird schwer.
Sonst kommen wir. Wir brauchen auf jeden Fall die Werkbank. Dafür brauchen wir ganz viele Electrical Parts. Und so weiter und so fort. So, ich gehe mal kurz hoch. Guck mal, ob ich da noch irgendwas Interessantes habe. Zup. Wow. Hosekram. Sachen, die ich noch nicht weiß, wofür sind. Also hier haben wir nichts drin. Was zu essen oder trinken drin? Nö, Kohle. Ne, so in der Höhe kommt dann nochmal ein größerer Raum. Das ist so der Plan. Sieht aus, ob da auch noch ein Raum wäre, ne? Das ist ja eindeutig ein Dach. Aber da waren wir schon. Ne, da ist ein Fenster und da ist auf jeden Fall noch ein Raum. Okay. Später haben wir dann 16 Uhr noch was. Also, das ist doof mit dem blöden Scheinwerfer. Das ärgert mich. Den müssen wir ja irgendwie finden. Kann man den nicht außersehen? Irgendwie ganz zufällig aus dem Auto rausprügeln? Aber nicht, wenn wir die Tasche rappelvoll haben. Bringt ja nichts. Also, da sind ja Autoteile drin. So, mir wird nicht heiß, ne? Obwohl, mir wird es auch nicht kalt. Doch, jetzt wird es wieder warm. Brauchen noch mehr Lederponchos. Machen wir hier mal eine Waffenkiste raus oder sowas. Na, den Kopf können wir noch wegplatzieren. Und das braucht man ja mal hier zwischenzeitlich. Ah, Tanzen wollte ich noch reinschmeißen. Der lodert ja vor sich hin. Oh, klären wir dann aber genug, oder? Für den Anfang. Wo waren die Tanzen da? Bestimmt nicht viele Teile. Nägel. Doch wieder ein bisschen Eisen dazu, ne? Wunderschön. Da ackert der Ofen und der ganze Monitor ruckelt. So, dann können wir ein bisschen kloppen gehen. Aber irgendwie so durch Zufall, durch Glück, einen Scheinwerfer rauskriegen. Aber ich glaube eher, dass wir den nur durch Looten bekommen. Außerdem ist meine Bude noch ganz offen. Warum? Ich hab die ganze Zeit Durst. Oh, und hab Trinken dabei. Wie schlecht ist das denn? Ich hab zwei Wellness verloren deswegen. Oh Mann, man konzentriert sich immer auf eine Sache. Gut, ich bin ja von Arbeit gekommen, ich bin unschuldig. Nein, bin ich nicht. Ich hätte es sehen müssen. So. Guck mal, da sind wir uns 72 wieder. Haben wieder alles wieder gut gemacht. Das Ding hat ja keine Funktion. Das ist das Problem. Und hier kriege ich nur Eisen und Leder. Und Sprit, den man natürlich auch braucht. Da müssen noch wirklich viele Autos looten, habe ich den Eindruck. Noch richtig einen Haufen Autos looten. Das wird nicht so einfach. Sprit ist aber echt keine Mangelware. Wie spät haben wir denn? Es ist 18 Uhr. Ja, aber ich habe hier alle Autos durch, die lootbar sind. Das ist ja nur das halbfertige Auto. So, das hier, das kann man noch looten zum Beispiel, aber das ist wahrscheinlich schon erledigt worden. Na, scheiße, Scheinwerfer, Schraubenzieher, ne? Den habe ich noch nicht, im Wrench. Habe ich wahrscheinlich noch nicht gelernt. Werkbank, ja, wunderschön. Raketenwerferlauf, ja, das muss ich noch lernen. Wrench, wurde das nicht so geschrieben? Schau mal, Schraubenschlüssel, Schrauben. Einfach nur Schrauben, reicht ja. Der ist sogar zu bauen. Reparierkits, Bauplan, Schraubenschlüssel. Ich kann den Bauplan bauen, damit ich den dann bauen darf. Wie komisch ist das denn? Benötigt er aber dann auch die Werkbank. Seltsam. Komm, ich geh hier noch rein. Mir wird wieder warm. Wir haben doch einen wunderschönen Lederponcho an. Ich habe das Gefühl, hier ist was drin für uns. Machete. Oh, den gönne ich mir jetzt nochmal. Halt. Ah, Tim. Die höchste Konzentration, die es gibt. Mehrere Etagen. Aber ein Tresor habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also, was für ein Geräusch. Mal Kochtöpfchen.
Essen war das Spiel allgemein ziemlich geizig. Was ist denn jetzt los hier? Irgendwie ganz viele Zombies getriggert. Ein Buchregal noch. Square Boots. Super. Kühl bestimmt auch. Was ist das Gewinn für ein Punkt in diesem Bereich? Was denn? Überleben. 22. Weapon Magazine. Okay. Plündern ist jetzt auf Level 20. Werden wir immer bessere Sachen finden, oder? Vom Level her. Okay, ich hau jetzt einfach von. Hä? Ernsthaft, wo warst du denn? Wo kamst du denn plötzlich her? So, die Kiste nehmen wir noch mit. Ich glaube um 22 Uhr, 21 Uhr geht das ja erst los mit den Zombiechens. Oh, ist das nicht Macheto? Da ist nichts. Ne, brauche ich nicht, aber zerlegen. Und auf nach Hause. Einen Tag so halbwegs effektiv genutzt mit ein bisschen, ja, Wissen. Ach, der war da drin. Dass wir ein bisschen Kleidung schaffen und sowas, dass ich dann nicht jetzt die ganze Zeit immer dieselben Fehler mache wie überhitzen ständig. Aber der Poncho scheint schon echt was zu bringen. Ist Download abgeschlossen. Oh nein. Gut. Da ist unser Heim. Dann machen wir uns das bequem. Und in der nächsten Folge, ja, müssen wir überlegen, ne, wie ich jetzt einen Scheinwerfer bekomme und sowas. Muss ich vielleicht doch noch spazieren gehen, aber eigentlich war das ja nicht so geplant. Upsa. Ist effektvoll. So, hier wollen wir nicht drin landen in den Särgen. Ich mache jetzt hier eine Pause. Und sage danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge.